Früh übt sich, wer ein Profi werden will. Und spätestens nach der Frauen-WM 2011 im eigenen Lande gibt es auch bei den Fußballerinnen etliche kleine Talente. Und die wollen natürlich trainiert werden, unter anderem beim Girls Wanted Herbstcup auf der Ronneburg. Ein bisschen an der Technik feilen, Passspiel üben. Und natürlich den Torschuss. Und dann auch noch Tipps von einer ehemaligen dänischen Nationalspielerin einheimsen. Bei Carina Sefron konnten über 20 Mädchen am Wochenende beim Girls Wanted Herbstcamp so einiges lernen in Sachen Fußball. Ob Anfängerin oder Vereinsspielerin, ob 8 Jahre oder 15 Jahre jung, hier wird auf jede eingegangen. Ein bisschen aufgeregt sind sie trotzdem. Erstmal, sag mal, von zu Hause weg. Und dann unter anderem mit Fußball zu spielen. Und da ist keine Jungs dabei, das sind nur Mädels. Das heißt, das ist nicht so schlimm, wenn was schief geht. Da gibt keiner, der so komisch lacht oder sonst was. Ich glaube, da geht ein ganzes Vertrauen an, dass man sich auch ein bisschen messen kann mit den anderen Mädels. Direkt vor schöner Kulisse, 3 Tage lang ohne Eltern im Jugendzentrum Ronneburg. Da steht natürlich nicht nur Fußball auf dem Plan. Die Mädchen sollen gemeinsam Spaß haben. Für die zweifache Europameisterschaftsdritte jedes Mal eine Herzensangelegenheit. Also ich finde es total schön. Also ich habe das jetzt mehr Jahre gemacht jetzt und ich freue mich jedes Mal, weil jedes Kind gibt immer was zurück. Und ich bin nur froh über das, was ich in meiner Zeit gelernt habe, wenn ich das weitergeben kann und irgendwie eine von dem vielleicht später als Nationalspieler so sehen oder in Bundesliga oder einfach Spaß beim Fußball haben. Das finde ich eigentlich das Beste, was ich überhaupt zurückkriegen kann. Die nächste große Veranstaltung der Girls Wanted-Reihe steht auch schon fest. Der Nikolaus Cup in Frankfurt im Dezember. Anmeldung und Informationen unter www.girlswanted-soccer.de.